Celebrate Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Ja, ein herzliches Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Episode von Upgrade Yourself, glaub an dich. Heute dreht es sich nämlich wieder um eins der 26 Erfolgselemente aus meinem Buch Mehr als Marketing. Und ich freue mich so wahnsinnig über mein Gespräch, was ich heute habe mit Saskia Rosendahl. Hallo, liebe Saskia. Hallo, liebe Anouk. Ich freue mich auch, dass wir uns heute unterhalten können. Ich habe übrigens gesehen, dass du eine Namensvetterin hast, die auch Saskia Rosendahl heißt, die Schauspielerin ist. Weißt du das? Ganz tolle Schauspielerin, ja. Tatsächlich. Ja, ja, also das ist eine Namensvetterin. Das kann man gut haben, finde ich. Soll ich aber mal ganz kurz denen, die uns zuhören, eine kurze Introduction geben über die Nicht-Schauspielerin, aber dennoch ganz besonders tolle Frau, die ich heute im Gespräch hier habe? Ja, mach das doch gerne. Denn heute bin ich im Gespräch mit Saskia Rosendahl, die ich beim Netzwerkabend vom Marketingclub Köln-Bonn kennengelernt habe und sofort begeistert von ihr war. Also von ihrem Auftritt, ich weiß noch ganz genau, was du damals anhattest, fand ich so cool. Und von ihrer Person. Und Saskia hat eine berufliche Karriere bereits hingelegt als Head of Marketing und Head of Customer Trade Marketing und Head of Communications für marktführende Marken im deutschen Food-Bereich, auch FMCG-Markt genannt. Da mussten wir doch mal sagen, wofür die genau nachher stehen. Und in der Fachpresse habe ich gelesen, Saskia, da ging es ja richtig laut umher, als du dich letztes Jahr vom Unternehmen verabschiedet hast, für das du damals gearbeitet hast und dich selbstständig gemacht hast, und zwar als freiberufliche Marketingberaterin und Managerin. Also ich habe ganz viele PR-Berichte dazu gesehen. Bin ich gespannt, wie sich das auch für dich angefühlt hat. Ja. Die Mutter von drei Kindern hat einige Jahre in Seattle gelebt und vielleicht ist daher auch ihre sportliche Leidenschaft für American Football hergekommen. Und für alle der American Football Fans, auch sie war es, die beiden Football-Stars, und mir sagen sie nichts, shame on me, Patrick Esumé und Christoph Domisch, so habe ich das in meiner Recherche zumindest gesehen, als Testimonials für eine Werbekampagne für Shio Tortillas gewinnen konnte. Also ich bin happy, dass ich auch sie als Gastautorin für mein Buch Mehr als Marketing gewinnen konnte und heute zu diesem Interview, und es dreht sich um das Erfolgselement Branding, und wenn einer Ahnung davon hat, dann ist das Saskia. Liebe Saskia, aber bevor wir da eintauchen, vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema American Football. Wie ist denn da deine Liebe entstanden? Du, herzlichen Dank, liebe Anouk, dass ich heute hier sein darf und dass ich die Gelegenheit habe, mit dir ein bisschen zu sprechen und über mich zu sprechen, über das Thema Branding und das wunderbare Thema Marketing im Allgemeinen zu sprechen. Und jetzt kriege ich sogar noch die Möglichkeit, über American Football zu sprechen. Ja! Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ausschweife. Um auf deine Frage zu antworten, ich habe mich, ich war mit meiner Familie in Seattle und bin da das erste Mal wirklich mit American Football in Berührung gekommen, weil das einfach ein Volkssport ist. Mhm. Und meine Faszination kam zunächst über meine Frage, wieso ein Trainer, ein Headcoach eigentlich eine so komplexe Mannschaft und ein so komplexes Trainerteam leiten kann. Wie machen die das, dass die 100 Spieler unter Kontrolle haben, wissen, wer was zu tun hat, ihre Strategien ausarbeiten und das so runter kommunizieren, dass es überall ankommt und gleichzeitig die Menschen dabei zu begeistern. Das fand ich sehr interessant, denn der Trainer der Seattle Seahawks, der ist bekannt dafür, dass er eine ganz gute Connection zu seinem Team und auch zu seinem Stab hat. Das ist der Pete Carroll, den habe ich sehr bewundere ich immer noch. Ist der älteste Trainer der NFL übrigens. Und genau, so bin ich in das Thema eigentlich eingestiegen, gar nicht über das Sportliche, und habe dann aber, als wir zurück in Deutschland waren, haben meine Söhne American Football gespielt und habe dann verstanden, was Football, was die Philosophie rund um Football ist, nämlich Football is Family. Ist etwas, was in dem Sport ganz groß geschrieben wird. Das heißt, dass wirklich jeder für den anderen einsteht. Das ist das eine, und wie ich es auch empfunden habe, jeder wird gebraucht. Also man braucht in dem Sport wirklich alle
Arten von Sportlern, die großen Schnellen, die kleinen Schnellen, die breiten, langsamen, die schweren und so weiter. Und jeder findet in dieser Mannschaft seinen Platz. Und das fand ich wirklich ganz toll. Und so bin ich mehr oder weniger in diese Sportart gerutscht, habe dann angefangen, die NFL zu verfolgen, habe auch regelmäßig auf ProSieben das Randstudio geschaut und genau, und dann passte es noch so, dass wir dass es tatsächlich bei Intersnack für die Aktivierung einer Marke ein geeignetes Thema war, was wir dann erfolgreich umgesetzt haben. Genau, mit Patrick Isume und Christoph Domisch, den man mehr als Icke kennt in der Football-Familie. Oh, okay, du siehst jetzt zwei, also du siehst es nicht, weil wir digital Interview führen, aber ich habe ein paar Fragezeichen, ich kenne die Herren nicht, aber ich muss dir sagen, Saskia, durch diese kurze Erklärung bin ich schon ziemlich begeistert. Ich finde das toll, dieser Gedanke eben, jeder wird gebraucht. Also ich meine, das ist ja beim Sport, ist natürlich Teamgeist oft groß geschrieben, aber das hört sich nochmal nach was ganz Besonderem an. Das ist auch tatsächlich so. Und wenn man dann in das Sportliche einsteigt, also in das Spiel selber, das ist für mich, ist das endlos, sich damit beschäftigen zu können. Ich bin ganz am Anfang, die Regeln zu verstehen. Ich kenne zum Glück Menschen, die besser verstehen als ich, die mir immer ein bisschen helfen. Und es ist so faszinierend zu sehen, wie dieses Spiel aufgebaut ist, so dass ich jetzt denke, dass ich so umfassend tatsächlich in das Thema eingetaucht bin und wirklich, ich glaube nicht, dass ich diese Leidenschaft nochmal loswerden möchte. Also cool. Ich bin da sehr begeistert. Ist das so, Saskia, ich sage immer beim Fußball, ne? Also ich bin ja eher Fußballfan und er ist der FC Köln, freue mich, dass die auch übrigens in dem Buch einen Artikel geschrieben haben zum Thema Bindung, weil in der Tat, jetzt weiß ich nicht, ob das beim American Football auch so ist, es gibt ja keine Marke, die so eine starke Bindung hat, finde ich, wie ein Fußballclub, vielleicht jetzt auch American Football, und zwar du wirst geboren als Fan, du stirbst als Fan und meistens änderst du ja die Marke nicht, ne? Und deine Liebe für den Fußballverein. Ist das im American Football auch so? Und siehst du das so ähnlich wie ich, dass das eigentlich die genialsten Marken sind? Also beim Football ist das tatsächlich zumindest in der deutschen Fan-Community, würde also nach meiner Einschätzung ein bisschen anders. Mhm. Man darf sich sein Team aussuchen. Okay. Das machen die Menschen auch. Und ich habe mir die Seattle Seahawks ausgesucht, weil wir einfach dort gelebt haben. Und so hat jeder Fan, den man fragt, hey, was ist dein Team, seine eigene Geschichte, wie er dazu gekommen ist, sich dieses Team auszusuchen. Mhm. Na, da ist es vielleicht die Organisation des Teams oder er findet den Quarterback ganz besonders toll oder den Trainer oder er war mal in der Stadt und fand die schön. Und also folgt man diesem Team. Und das Interessante am American Football ist tatsächlich, dass die Fans der unterschiedlichen Teams alle mit Stolz das Jersey ihres Teams tragen und aber auch nebeneinander im Stadion sitzen. Ich habe das vor 2 Wochen erlebt in einem Endspiel der European League of Football, die ganz neu an den Start gegangen ist dieses Jahr. Das war in Düsseldorf, dieses Endspiel. Da waren tatsächlich 20.000 Zuschauer. Und da haben die Fans, also es spielten die Hamburg Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy. Und in den Rängen saßen die Fans mit ihren Jerseys der NFL, einfach um zu zeigen, ich bin Football-Fan. Cool. Und es ist einfach die Liebe zu dem Sport, die die Menschen verbindet. Und dann hat jeder sein Team, für das er hofft, dass es gewinnt. Aber wenn das nicht so ist, ist das nicht so schlimm. Dann kann auch der Nachbar mit dem anderen Jersey gewinnen. Das ist tatsächlich so. Also es ist ein sehr, obwohl es ja so ja, auf den ersten Blick so wild auf dem Platz zugeht, ja, ist das ein sehr freundlicher Sport, muss man wirklich sagen. Ja, sehr freundlicher Sport. Auch das Regelwerk ist ja auch, wie ich eben schon gesagt habe, endlos. Und jeder versucht da so weit wie möglich einzusteigen. Dann tauscht man sich aus. Dann gibt es immer einen, der es noch ein bisschen besser weiß, der einem wieder was erklärt und. Also es ist schon so eine echte Community über die Teams hinweg. Wow. Also ich finde es sehr spannend. Du hast mich auf jeden Fall dazu erstmal angeregt, dass ich mich mal zumindest mal anfange zu googeln, um mich mal damit auseinanderzusetzen. Ist, weil jetzt der Sprung ist natürlich gar nicht so weit zum Thema Branding und Marke. Wie ist denn da deine Liebe entstanden? Also wie hast du dich dafür begeistern können? Weil ich glaube, du hast ja auch schon, so wie ich auch, so früh meines Erachtens dein Interesse für Marken entdeckt. Ja, das fing tatsächlich ganz früh an. Also wirklich ganz, ganz früh in meiner Jugendzeit, muss ich sagen. Mhm. Als ich angefangen habe, Kronkorken zu sammeln, Cola-Dosen zu sammeln, Werbeschilder zu sammeln, Bücher über
Verpackungsdesign mir habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und so weiter. Ich habe mich schon immer für Marken interessiert, ohne das wirklich damals formulieren zu können, als ich, weiß nicht, 15, 16, 17 war. Mhm. Ich fand es immer toll, mich mit Marken zu beschäftigen. Ich habe mich immer schon für die Auftritte von Marken interessiert und erinnere mich auch noch ganz genau, als es so Richtung Ende der Schulzeit ging, dass ich mich gefragt habe, was willst du denn machen? Und irgendwann habe ich einen Artikel gelesen in einem Magazin der Berufsberatung des Arbeitsamtes. Da ging es darum, dass beschrieben wurde, wie jemand, also ein Produktmanager damals, was der für Aufgaben hat und wie der entscheidet, ob die Flasche für das Reinigungsmittel grün oder gelb ist. So, ne, jetzt mal vereinfacht dargestellt. Mhm. Und da ging bei mir so ein Licht auf, dass ich dachte, dahinter stecken tatsächlich Menschen, die entscheiden, ob diese Flasche jetzt grün wird. Und die auch wissen, nicht weil sie einfach grün schön finden und gelb nicht so schön, sondern die genau wissen, warum die Flasche grün sein muss. Und das fand ich total faszinierend. Und dann habe ich mich entschieden, sowas will ich auch machen. Cool. Ja, ich meine, da gibt es ja Marketingstudiengänge wahrscheinlich für. Du bist auch relativ schnell in die Produktschiene dann auch eingestiegen. Ich meine, gelesen zu haben, sogar für Unilever, eine holländische Marke. Ja, ich bin nach der Schulzeit habe ich eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau. Das hat man damals, irgendwie war das gerade in, sowas zu machen. Mhm. Und war damals auch schon bei Educho. In Bremen, die gab es damals schon, bei Educho. Wunderbares Produkt, Kaffee, ist ein wunderbares Produkt. Ich habe so viel über Kaffee gelernt und Kaffee verkosten gelernt. Ganz tolles Produkt, wie das angebaut wird, wie es veredelt wird und so weiter. Ne? Also da habe ich damals diese Ausbildung gemacht, weil ich dachte, naja, Marketing, vielleicht ist das doch nicht das, was du machen willst. Vielleicht gibt es noch irgendwas Interessanteres und bin dann 2,5 Jahre da durchgelaufen und habe dann gemerkt, Marketing war eigentlich die allerbeste Zeit in den 2,5 Jahren und habe dann BWL studiert in Trier und in den USA an einer Uni in Massachusetts. Und nach der Uni bin ich dann zu Unilever gegangen und hatte da wirklich einen tollen Start. Dafür bin ich auch sehr dankbar für die Zeit dort, weil ich tatsächlich so die Basics des Marketings gelernt habe, die auch immer noch gültig sind. Na, also wirklich, kannst du da so ein paar Sachen benennen? Also ich habe tatsächlich das zum einen mal das KPI-gesteuerte Marketing von der Pike auf gelernt, also welche KPIs, welche Performance-Indikatoren sind die wichtigen, wie beeinflusse ich die, wie werte ich die aus, wie gehe ich damit um. Es gibt ganz einfache Mechanismen, das denn wieder zu beeinflussen, ist ein bisschen komplizierter, weil dann geht das Marketing los nach der Analyse. Und auch, was mich auch von Anfang an fasziniert hat, ist wirklich insight-basiertes Marketing, weil wirklich vom Konsumenten aus Insights zu generieren und am Ende das Marketing, also in allen Facetten, die es ja hat, auf den Konsumenten zuzuschneiden. Das in tiefen psychologischen Marktforschungen, die anfangs für Konzepte gemacht werden, dann die quantitativen Analysen, die danach kommen und so weiter. Also das habe ich wirklich von Anfang an gelernt und das ist meiner Meinung nach auch immer noch in den meisten Fällen wirklich ein sinnvoller Ansatz, ein gutes Marketing zu machen. Absolut. Ich war immer am besten befreundet mit der Abteilung Marktforschung. Und habe immer dafür gesorgt, dass ich als erstes irgendwie die Informationen auch bekomme oder mit einbezogen werde, damit ich vielleicht auch Fragen, die ich jetzt interessant fand, dass die so mit einbezogen werden. Ist total wichtig, weil es geht ja auch nicht darum, eben um ganz wieder zurückzugehen, ob der Produktmanager oder der Brandmanager die Farbe grün richtig findet, sondern es geht darum, ob es eine gute Farbe für den Konsumenten ist und für die Ziele, die dieses Produkt erreichen soll, ne, aus Unternehmenssicht. Darum geht's. Und wenn mich einer fragt, was ist das Bessere, dann muss man bei vielen Dingen sagen, das kann ich dir so nicht beantworten. Mhm. Also ich persönlich finde das vielleicht gut, aber wir sollten es vielleicht testen. Ne? Und da sage ich immer, der Köder muss dem Fisch schmecken. Ne? Genau so. Und das ist aber ganz oft der Fehler, ne, dass die Menschen meinen, sie müssten das machen, was ihnen gefällt, ne, anstatt wirklich zu schauen, was ist für meine Zielgruppe relevant. Ja, genau. Und es hilft natürlich, wenn du deine Zielgruppe richtig gut kennst. Mhm. Ne? Also wenn du wirklich weißt, wie die ticken und dich wirklich reinversetzen kannst. Nochmal Thema Football, das sind im Schwerpunkt Männer zwischen 25 und ich würde sagen,
ja, 39 Jahren. Mhm. So, ne? Und wenn du dich mitten reinstellst und dir anschaust, wie die bei Footballspielen sind, wie die Football schauen, was die dabei essen, trinken, wie sie mit ihren Freunden reden, welches Jersey sie tragen und warum und so weiter, und da wirklich tief eintauchst und versuchst, die nicht nur zu verstehen, sondern auch zu fühlen, dann brauchst du manche Dinge auch nicht testen. Ne? Ich sage auch nicht, dass man alles testen muss, weil viele Dinge musst du wissen. Und das ist ja auch eine Aufgabe des Marketiers, seine Zielgruppe wirklich sehr, sehr gut zu kennen, um die richtigen Ansätze entwickeln zu können. Und kannst du vielleicht für die, die jetzt uns zuhören und nicht so wie wir eine Marketing-Experten sind, kannst du vielleicht kurz erklären, was bedeutet Branding genau, vielleicht auch im Zuge zu Marketing? Also Branding ist für mich tatsächlich so die Identität einer Marke. Also mit allem, was dazugehört, mit den Attributen. Also es kann losgehen bei Dingen wie Farbigkeit, wie sieht der Schriftzug aus und so weiter, bis über Emotionen, die eben mit dieser Marke verbunden sind, die ein guter Marketier aufgebaut hat in der Vergangenheit und dementsprechend auch von der Zielgruppe so empfunden werden, ne? Und so eine Marke zum Freund machen und eine Sympathie für eine Marke hervorrufen. Und das geht ja auch, und darüber, das ist ja auch einer deiner Beispiele im Buch, ne? Das geht dann nicht nur für Markenmarken im Sinne von Produkten, wie jetzt, ich sag mal dann zum Beispiel in dem Falle jetzt von Intersnack oder Unilever, sondern das geht auch für Personen. Ja, genau. Ja, klar. Ich habe da auch jetzt, nachdem ich den Beitrag zu deinem Buch geschrieben habe, habe ich danach gedacht, oder war es vielleicht sogar andersrum, dass die Persönlichkeit erst bei dieses Branding bei Personen anfing und dann auf Marken übertragen worden ist. Mhm. Ne? Weil wenn man von Persönlichkeiten redet und man macht sich jetzt frei von dem Kontext Marketing, ist man eigentlich immer bei Menschen. Ja, und genau, das Beispiel in deinem Buch, das flog mir ja so zu, nachdem du mich gefragt hattest, dass ich mir darüber Gedanken gemacht hatte, wie Kate Middleton und Meghan Markle eigentlich als Personenmarken wirken und wie die sich differenziert haben, obwohl sie ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten haben, ne, oder hatten. Jetzt ist die Welt hat sich ja jetzt schon ein bisschen weitergedreht, hat sich ja wieder was verändert im Königshaus. Es gab ganz viele Gemeinsamkeiten in ihrer Biografie, oder man könnte sie in ihrer Demografie mit Gemeinsamkeiten beschreiben. Mhm. Aber trotzdem sind sie ja ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und haben das auch immer gepflegt. Also der Auftritt von Kate Middleton war immer anders als der von Meghan Markle, ne? Und auch unverwechselbar. Und es ist am Ende ja so, dass wenn du die beiden beobachtest, auch das Gefühl hast, du könntest ihre Geschichte weitererzählen. Ne? Und das passiert ja im besten Fall auch mit Marken. Wenn eine Marke so ausgeprägt ist als Persönlichkeit, dann und wenn ich das jetzt auf eine Produktebene hebe, wird ein neues Produkt eingeführt, da weiß der Konsument oder der Verbraucher sofort, passt oder passt nicht. Ne? Mhm. Und da jetzt ist die Geschichte richtig weitererzählt oder nicht. Wahnsinn. Ja, man kennt die zwei nicht, ne? Und trotzdem, hat man so ein ganz klares Bild. Es ist ja auch spannend, ne? Weil wo gibt's das, ne? Dass man bestimmte Marken vielleicht gar nicht benutzt und trotzdem aber irgendwie drüber berichten und erzählen kann und dann doch so viel weiß. Mhm. Ja, und ich meine, Automarken sind beispielsweise ein ganz tolles Beispiel. Es gibt ja Automarken, also ich weiß nicht, also ich bin ja tatsächlich so durch und durch Marketing und muss immer Marken kaufen. Ich kann gar nichts anderes kaufen. Wenn ich im Supermarkt bin, das geht nicht. Ich kaufe immer, und das ist mir aber auch bewusst, ne? Ich kaufe auch immer die Welt um die Marke mit und die benutze ich dann auch mit, diese Welt. Und das finde ich, bei Automarken ist das ja immer ganz deutlich. Da gibt es Automarken, die wirklich, die für mich zum Beispiel niemals in Frage kämen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie sagen, nein, das ist nicht meine Marke. Ich kann in diesem Auto nicht fahren. Auch wenn das von der Funktionalität genau das Gleiche wäre wie das Auto, was ich jetzt fahre. Ich weiß genau, was du meinst, das hier, denn ich fahre gerade in so einem Auto. Und fühlst du dich unwohl? Was mal, also mit meinem Wagen von meinem Mann, was in der Tat überhaupt nicht meine Marke ist, ne? Und ich fühle mich nicht wohl in diesem Auto, ne? Ist nicht mein Ding. Ja, das erkenne ich. Und ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Ich fand die Frage ganz spannend. Jeder hat ja so bestimmte Sachen, die er immer wieder benutzt.
von der gleichen und gleichen Marke, ne? Obwohl es auch Unterschiedliches gibt. Ne? Also es muss jetzt gar nicht Kleidung oder Auto sein, sondern auch sei es Zahnpasta, sei es Haarshampoo. Ne? Auch da bleibt man ja oft einer Marke treu, oder? Mhm. Wie siehst du das? Ja, also es hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Das ist ja auch wieder eine Vermenschlichung im Prinzip von Marken. Ne? Meiner Zahnpasta vertraue ich, weil die hat mich in den letzten 10 Jahren nicht im Stich gelassen. Und enttäuscht hat sie mich auch nicht. So, ne, darum bleibe ich dabei. Und im Prinzip ist das natürlich auch, können Marken in dem Kontext auch so eine Art Entlastung, denke ich, für den Menschen sein. Da, wenn ich mir jetzt jede Woche überlegen müsste, welche Zahn, also wenn es ein hohes Risiko beim Zahnpasta-Kauf geben würde, müsste ich mir jede Woche überlegen, welches Risiko ich eingehe, welche Marke ich wähle und was passiert dann? Und dann habe ich weniger Zeit, über andere Sachen nachzudenken. Ne? Also Marken schaffen Vertrauen, werden zu deinem Freund, in Anführungsstrichen, um das jetzt mal ein bisschen zu überhöhen. Und darum greifst du dann immer wieder auf sie zurück, ne? Weil sie einfach richtig für dich sind. Und du bist jetzt ja spezialisiert so im Food-Marketing. Kannst du noch mal sagen, ganz kurz, diese Abkürzung? Ne? Ich sehe die ganz oft, ich weiß eigentlich gar nicht, ich hätte es mal googeln können natürlich, aber ich weiß gar nicht, wofür sie steht. Food wahrscheinlich, damit fängt es an, oder? Nein, FMCG ist Fast Moving Consumer Goods. Ach Gottchen. Das hätte ich ja wissen müssen. Hätte ich wirklich wissen müssen. Das war auch von Anfang an eine Faszination von mir. Da wusste ich natürlich auch nicht, dass ich das irgendwann in FMCG abkürzen würde. Das alles damals, alles unter 2 Mark oder 5 Mark, fand ich interessant. Weil das ja häufig, also im Gegensatz zu einem Auto jetzt, Low-Interest-Produkte sind. Und das heißt, die Menschen beschäftigen sich wirklich nur ganz kurz damit, welches Produkt, welche Marke sie dann auswählen. Und in meinem Verständnis ist es so, umso besser muss das Marketing sein und umso genauer und umso mehr auf dem Punkt muss tatsächlich das Marketing sein, wenn die Menschen wirklich nur einen ganz kurze Aufmerksamkeit am Regal schenken, muss ich recht schnell überzeugen. Also nicht nur mit der Packung, die im Regal steht, sondern auch allem, was ich für die Marke vorher schon getan habe. Ne? Also ich muss das Gefühl im Prinzip schon vorher eingepflanzt haben, damit der Mensch, der im Supermarkt steht, sich dann für mein Produkt entscheidet. Ja, klar. Also das heißt, wenn ich vor den Zahnbürsten oder den Chips, ne, oder den verschiedenen Käsesorten stehe, ne, dass ich dann weiß, dass ich sofort automatisch das Richtige sozusagen greife. Genau, genau. Kann man das beeinflussen, Saskia? Also wie habt ihr das gemacht? Ich komme ja aus einer anderen Ecke vom Marketing. Ich komme ja mehr aus dem Dienstenmarketing. Also wie habt ihr das in eurer, ich sag mal, in der Branche gemacht? Wie handhabst du das? Also du musst im Prinzip mit dem arbeiten, was du hast. Mhm. Na, außer du führst eine ganz neue Marke ein. Na, dann kannst du die ja zuschneiden. Das ist aber, glaube ich, in den selten der Fall. Du musst im Prinzip mit dem arbeiten, was du hast. Wenn du eine Marke hast, die seit 1962 im deutschen Markt eine Food-Marke ist oder ein Produkt oder ja eine Food-Marke ist, dann musst du dir erstmal ganz genau überlegen, was eigentlich der Kern dieser Marke. Ne? Was macht diese Marke aus? Was ist unabdingbar? Was gehört dazu? Was schätzen die Konsumenten an dieser Marke? Was stellt sie für sie dar? Es gibt ja auch so Marktforschungsübungen, da wird gesagt, ja, die Marke XY kommt durch die Tür. Beschreiben Sie die mal. Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Wie alt ist der? Was hat der an? Welche Freunde hat der? Wohin fährt der in Urlaub und so? Ne? Das ist ja auch dieses Branding, diese Persönlichkeit und Identität, die dann beschrieben wird. Und dann gibt es natürlich deine eigenen strategischen Ziele, die du hast. Und wenn das eine mit dem anderen noch nicht zusammenpasst, dann musst du schauen, wie du deine Marke dahin bekommst. Ne? Also häufiges Thema ist beispielsweise eine Aktualisierung von Marken, dass du wirklich etablierte Marken hast und das ist auch gut so und die haben auch eine feste Stammverwenderschaft, die sehr schätzen, aber du bekommst keine neuen Konsumenten an die Marke heran und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man so eine Marke aktualisieren kann, was wirklich eine Möglichkeit, die immer wieder gemacht wird, ist tatsächlich über Neuproduktlaunches, ne? Also neue Konsumenten zu gewinnen, die dann eben so modern sind, dass sie die
eine neue Zielgruppe, eine jüngere oder eine neue Zielgruppe ansprechen. Ne? Also das ist ja wie in dem Buch von Sie, ich weiß jetzt nicht, ob Sie den Artikel auch gelesen haben, ich fand ganz spannend, wie der CEO von 4711 im Buch, mein Buch schreibt, ne, dass Sie eben auch eine jüngere Zielgruppe jetzt ansprechen. 4711 ist ja eher in erster Instanz erstmal bekannt für eine andere, vielleicht ist das auch ältere, weil es ist ja ein Traditionsunternehmen in dem Sinne. Und da eben dann zu schauen, wie man eine andere Gruppe ansprechen kann, durch auch vielleicht neue Düfte, ja. Das wäre so ein Beispiel zum Beispiel. Genau, das durch neue Düfte, aber trotzdem musst du halt schauen, du bist ja immer noch du selbst. Mhm. Ne? Du musst halt schauen, wie groß der Spagat oder der Schritt für deine Marke aus deinem Markenkern heraus sein kann. Ne? Also was musst du erhalten und was darf neu dazukommen, damit das funktioniert und damit es auch tatsächlich aus Sicht der Zielgruppe, die du ansprechen möchtest, glaubwürdig bleibt. Ja. Ja, Authentizität, ne, ist dann doch A und O letztendlich, ne, dass es zu einem passt. In allem, was man tut. Genau, weil das ist, wenn du wieder einen Mensch als Parallele siehst, wenn du auf einmal Meghan Markle in Jogginghosen siehst, dann glaubst du auch, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie sich repositioniert. Da ist dann irgendwas ordentlich schiefgegangen auf jeden genau. Fall. Ja, nee, das funktioniert natürlich nicht. Ja, ich finde das ganz spannend, weil in der Tat, wenn wir über Personen sprechen, da gilt das ja auch letztendlich. Ne? Ich mache ganz oft, wenn wir beim Personal Branding sind, auch so in meinem Upgrade-Kompass, dass man wirklich die Leute fragt, was sind deine Werte, was sind deine Persönlichkeit, ne? Wie siehst du dich, was ist dein Warum? Also das gilt ja für Personen wie für Marken, sich das ne, zu überlegen. Genau, ja, da bin ich voll dabei. Ich sag jetzt mal, was wäre denn jetzt, wenn die Meghan Markle ne, sagen möchte, ich möchte jetzt auch mal ganz gemütlich hier in Jogginghose rumlaufen, ne? Ist es für sie jetzt auf ewiges Scheitern, ne, dass das nicht mehr möglich ist? Oder wie würdest du das jetzt so? Also ist ja ist ein schönes Beispiel. Da würde ich jetzt sagen, es kommt auf die Zielsetzung von Meghan Markle an. Was möchte sie denn? Möchte sie raus aus dieser Rolle als Herzogin oder ehemalige Herzogin? Ist sie, glaube ich. Ne? Es klingt, als würde ich mich ganz genau auskennen mit dem Königshaus. Tue ich aber nicht. Es klingt alles sehr echt. Ein gesundes Halbwissen vielleicht, ne? Ein Gala-Wissen habe ich da. Also möchte sie aus der Rolle raus, möchte sie sich anders zeigen, möchte sie so, ne? Und wenn sie so eine Zielsetzung hat, dann macht das ja durchaus Sinn, in der Jogginghose unterwegs zu sein. Wenn sie aber weiterhin die Rolle spielen möchte oder haben möchte, spielen würde ich jetzt gar nicht sagen, weil es ist ja ein Mensch, ne? Wenn sie die Rolle haben möchte, die sie hat, dann wäre das schon ein Bruch, finde ich. Ne? Also und das ist ja als Parallele jetzt zu einem Unternehmen, ist ja das, was ich sagte. Ne? Du schaust dir an, was deine Marke, wo stehe ich mit meiner Marke und wo möchte ich mit ihr hin und warum? Ne, und was muss ich tun, um da hinzukommen? Und hattest du dann auch, weil das finde ich dann ganz spannend, weil es hat ja auch, ich muss jetzt auch an Makel und Jogginghose denken, aber auch im, ich sage jetzt mal ganz klar, im Markenbereich, hat ja auch Einfluss auf deine Preissetzung ne, und Stellung. Also was kann ich dafür verlangen? Und das ist ja, ich denke auch für viele, die uns zuhören, die vielleicht entweder, ich sage jetzt mal, als Marketingmanager oder Managerin tätig sind oder aber vielleicht Selbstständige auch oder Unternehmer. Ne, was hat das für eine Wirkung auf die Preisdefinition? Ja, ich meine, das ist ja dann, wie soll ich das sagen? Also im Prinzip so ein Preis wird ja von unterschiedlichen oder es sind ja immer nur unverbindliche Preisempfehlungen, die man geben kann. Das wird von unterschiedlichen Faktoren natürlich beeinflusst, von den eigenen Kosten, die du hast, von der Preis Welt, die sich in deinem Wettbewerb findet und von dem, was eben dein Marketing oder dein Konzept hergibt. Ne? Und am Ende ist die Preishoheit, liegt die beim Handel. Ne? Also wenn ich jetzt in Lebensmitteln denke und wahrscheinlich auch in allen anderen Konsumgütern, ist das immer nur eine Empfehlung. Die kann nicht, am Ende muss es der Handel sagen, wie viel er für ein Produkt verlangt. Okay. Aber das ist ja bei Selbstständigen ist das ja dann nochmal anders. Ne? Die können ja selbst ihre Preise dann belegen und auch das hat ja eine bestimmte Ausstrahlung dann auch. Ne? Ich sage jetzt mal,
Das würde dann ja auch bedeuten, dass das Marketing vielleicht höherwertiger ist oder dass man sich höherwertiger auch darstellt. Ja, aber Marketing heißt ja auch immer, also ein Teil des Marketing ist ja auch das Produkt an sich, ne, und die Produktqualität an sich, ne, was ja jetzt nicht richtig wäre, ist zu sagen, ne, ich erzähle eine schöne Geschichte drumherum, ich mache eine bunte Verpackung und dadurch wird das Produkt wertvoller, ne? Häufig ist es, also man macht ja einen Mix aus allem, ne? Man hat ja sowohl die Kommunikation als auch das Design als auch die Produktqualität, die Zutaten, die jetzt beispielsweise in ein Lebensmittel reingehen oder die Materialien, die in Kleidung eingehen und dann, ne, also hat man da quasi den Gesamtmix und am Ende das gesamte Produkt, was man betrachten muss. Das finde ich spannend. Saskia, was war denn dein schönstes, ich sag mal, deine schönste Zutat? Was hat dir denn im Marketing bis jetzt, ne, was du, von dem, was du, wie du ja gearbeitet hast, was du tust, was hat dir da am besten gefallen? Was, welcher Teil? Welcher Teil des Marketings? Ja, also mein allergrößtes Hobby ist tatsächlich Kommunikation. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Egal in welchen Kanälen, das ist ja auch eine Herausforderung, ne? Weil wenn du so das Narrativ kennst und die richtige Geschichte kennst, die du erzählen möchtest, musst du die halt in unterschiedlichen Kanälen unterschiedlich erzählen. Mhm. Aber das finde ich ganz, ganz klasse. Und da gehört sowohl TV-Spots dazu oder Online-Bewegtbilder, so, ne, Videos, als auch PR-Kampagnen, als auch die ganz kurze, ja, das bisschen Platz, was du hinten auf einer Packung hast, aber am Ende bin ich davon überzeugt, lohnt sich die Mühe, da zu schauen, dass das alles zusammenpasst und auf den jeweiligen Kanal genau zugeschnitten ist, damit am Ende eben auch in jedem Touchpoint die richtige Message rüberkommt. Mhm. Kommunikation ist aber auch doch nochmal so ein ganz weites Feld, oder? Also da gibt, du reißt auch schon gerade, ne, so unterschiedliche Themen an. Kann man da nochmal so, ich sag mal, in die Tiefe gehen und sagen, was, ja, was da die Unterschiede vielleicht ausmachen? In den einzelnen Feldern? Ja. Mhm. Ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich schwer. Die Frage habe ich nicht ganz gut gestellt. Aber ich, eine Kommunikation ist so breit, ne, irgendwie. Mhm. Ja, gut, ich meine, es kommt ja darauf an, du kannst eine reine Produktkommunikation betreiben und sagen, das hier ist das Produkt, das schmeckt nach Orange, schmeckt gut. Oder du erzählst die Geschichte von der Orange, die in diesem Produkt ist und wie viele Sonnenstunden diese hatte und wie du sie verarbeitet hast mit ganz großer Liebe und in die Flasche abgefüllt hast. So, ne, das, und plötzlich aber eigentlich bist das du Storytelling bei, sozusagen. Genau, ja. Genau. Es ist im Prinzip das Storytelling und das kannst du aber in den Unter-, also ein TV-Spot jetzt zu so einem Orangensaft-Thema sehe natürlich ganz anders aus als eben die Rückseitenbeschreibung auf der Flasche. Ne, aber trotzdem würde man versuchen, und das finde ich eben am Marketing oder das ist meine Lieblingsdisziplin im Prinzip im Marketing, diese Produktstory in allen Kanälen so zu schreiben mit dem Platz, den ich habe oder so zu kommunizieren mit dem Platz, mit den Möglichkeiten. Und wenn du mich fragst, was ist, was ich dann wieder am liebsten mache, ist Filme drehen. Ich will Filme drehen, weil ich das ganz TV-Spots oder Online-Videos so, das ist meine ganz große Leidenschaft, dass wirklich, also die zu entwickeln und am Ende mit der entsprechenden Agentur und Produktion umzusetzen, finde ich großartig. Wie cool. Bist du dann derjenige, der mit der Idee kommt oder hast du dir eine Agentur gesucht, hast dann um Inspiration gefragt und hast dann ausgearbeitet? Wie hast du das gehandhabt? Ja, es kommt drauf an, mit wem du arbeitest, nicht? Ich habe auch schon mit Agenturen gearbeitet, da war es, also verschwamm so die Grenze zwischen Kunde und Agentur, da, was ich selber sehr schön finde, wenn es egal ist, wo die Idee herkommt und jeder macht das, was er am besten kann oder trägt das bei. Aber am Anfang ist natürlich auch da wieder die Zielsetzung, ne? Wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich kommunizieren? Und dann setzt man sich mit einer Agentur zusammen und bespricht das. Und je nachdem, vielleicht hatte ich dann schon, weil ich auch viel in Bildern denke, hatte ich oft auch schon Bilder im Kopf. Das sind aber nie ganze Filme gewesen oder TV-Spots gewesen, sondern immer nur so, so könnte man es machen und so eine Idee und hier hätte ich so ein Gefühl und so. Und wenn du dann eine gute Agentur wirklich hast, die kriegen daraus dann, die schreiben dann daraus ein Konzept und dann wird das ein Film.
Das ist ja, das Bewegtbild wird ja immer mehr wichtiger, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das auch immer mehr in den Fokus gerät, ne? Jetzt auch, sagen wir hier mit TikTok und den ganzen Stories und ähnlichem. Ne? Wir sind ja schon überflutet, sage ich jetzt mal, in Bildern zu denken, oder? Ja. Ja, ich finde das aber ganz großartig, ne, weil du, ich finde, dass du in bewegten Bildern so viel ausdrücken kannst, ne, und so viel Emotionen rüberbringen kannst und auch so gut schnell kleine Geschichten erzählen kannst. Und das ist ganz richtig, das hat sich total verändert. Ne, früher war es der eine TV-Spot, der gedreht wurde, und heute ist es so, dass x Online-Videos gedreht werden und die haben eine Aufmerksamkeit von, ich weiß nicht, 12 Stunden, 13 Stunden oder so in dem Feed des Users. Und dann kommt das Nächste. Ne? Und umso herausfordernder ist es ja, finde ich, wenn man jetzt aus Markensicht denkt, das so zu bespielen, dass es wirklich interessant bleibt. Ne? Dass es immer dass es dieselbe Geschichte bleibt, aber immer wieder neu aktiviert wird im Prinzip. Ne? Ja, ich sag mal, dass es immer mit der aufbaut mit einer gleichen Botschaft und trotzdem anders ist, ne? Lecker. Genau. Ja. Genau. Du machst mir auch den Eindruck, dass du sehr kreativ bist. Also wir kennen es ja noch nicht so ganz intensiv, aber ich würde dir die Kreativität sofort unterstreichen. Ist das etwas, was dich in der Tat begleitet? Also habe ich da den richtigen Eindruck? Ja. Ich bin kreativ, was aber nicht heißt, dass ich jetzt malen könnte oder singen oder ein Instrument spiele oder so. Ne? Aber ich habe tatsächlich, ich dachte lange Zeit, das kann jeder, aber ich habe irgendwann rausgefunden, dass ich tatsächlich manchmal Dinge zusammenbringe, die andere Menschen nicht zusammenbringen. Ne? Dass ich einfach auch Ideen habe oder einfach, ich fühle viele Sachen sofort. Mhm. Ne? Und dann habe ich erstmal ein Gefühl und denke, das müsste eigentlich gehen. Und bringe manchmal Themen zusammen und Ideen zusammen, die nicht jeder zusammen sehen würde. Und wenn ich aber fühle, dass sich das richtig anfühlt und dann den richtigen finde, der mir hilft, das umzusetzen, dann ist das bisher auch tatsächlich immer gut geworden, auch wenn es ungewöhnlich war. Ja, bist du immer schon, also weil haben ja Menschen, die fühlen irgendwas, aber dann sagt der Kopf nein oder ne, der Verstand schaltet sich ein und dann wird das Gefühl weggedrückt. Konntest du schon immer auf dein Gefühl hören oder hast du dir das angelernt? Das konnte ich tatsächlich schon immer, zum Glück. Also das war aber auch so, wenn ich so ein Gefühl habe, dann denke ich auch gar nicht mehr. Dann mache ich es einfach. Und manchmal ist es so, dass ich mich im Nachhinein umdrehe und denke, das hätte auch richtig schief gehen können. Ist es aber nicht. So, weil da ich dann wirklich diesem Bauchgefühl einfach folge und weil ich einfach weiß. Und ich habe quasi, es ist fast wie so eine kleine Vision, die ich dann habe, wie es werden muss. Und da gehe ich dann hin und dann mache ich's. Spannend, hör mal. Und dann hast du ja, ich sag mal, jahrelang wirklich gearbeitet, ne, für Marken. Jetzt arbeitest du für dich. Ich habe mich ja selbst auch selbstständig gemacht nach einer sehr langen Zeit in einem fest angestellten Verhältnis. Wie war für dich der Sprung? Ja, der war schon, das war, glaube ich, auch die Zeit, als wir beide uns kennengelernt haben. Ne? Das war schon, also Sprung ist, glaube ich, schon richtig. Es war ein Sprung tatsächlich so, dass ich vor einem Jahr ungefähr merkte, das geht jetzt nicht mehr so weiter in die Richtung, in die ich gerne gehen möchte. Ich weiß, welche Dinge ich tun möchte. Und dann war relativ klar, dass ich das eine beenden muss, ohne zu wissen, was als Neues kommt. Na, ich wusste wieder nur, in welche Richtung ich wollte und was ich wirklich gerne tue und hatte dann zum Glück auch die Freiheit, hier zu Hause mir die Zeit zu nehmen, das dann zu finden oder mich finden zu lassen von der Sache. Und genau, so war das eigentlich. Es war tatsächlich ein Sprung, aber ich bin im Nachhinein sehr froh, dass das so gekommen ist, weil mir das ganz neue Sichtweisen eröffnet und auch nochmal neue so Blickwinkel und Projekte, an denen ich mich ausprobieren kann und wo ich dann wirklich auch mit meiner Erfahrung Unternehmen weiterhelfen kann in ihren Fragestellungen. Ne? Das finde ich ganz, ganz toll zu sehen, dass natürlich diese 20 Jahre FMCG-Marketing nicht spurlos an mir vorübergegangen sind, sondern dass ich eine ganze Menge gelernt und habe und mitbringe, um das woanders auch wieder einzusetzen. Hat es dir auch geholfen, sage ich jetzt mal, für ne, dein eigenes Branding, für dein eigenes Marketing?
Die Sachen, die du so weißt, kannst du die dann einsetzen? Für mich selbst, ja. Ja, genau. Ich setze das ehrlich gesagt noch nicht so um, wie ich das gerne vielleicht täte. Aber ich habe mir tatsächlich auch selber ein Canvas geschrieben. Wo sind meine Schwerpunkte? Was ist eigentlich mein Produkt? Wo will ich eigentlich hin? Und arbeite so neben den Projekten, die ich mache, auch daran, mich selber nochmal so zu positionieren. Spannend. Spannende Phase, Saskia. Ja. Tatsächlich. Ich frage in meinem Podcast immer jeden Interviewgast, auch in dieser Reihe bei Mehr als Marketing, und würde dich gerne fragen, welchen Ratschlag du dir geben würdest deinem jüngeren Ich, der jungen Saskia, zu einem Zeitpunkt, du darfst ja aussuchen, wie jung die Saskia ist, wo Saskia vielleicht einen Tipp oder einen Ratschlag hätte gebrauchen können und mit dem Wissen, was du heute hast, ihr den vielleicht geben kannst. Ja, es gibt eigentlich, das müsste ich auf Englisch sagen, weil ich das in Englisch, obwohl ich have no fear, würde ich ihr sagen. Hab keine Angst vor gar nichts. Ne, denn das ist das, was jemanden hindert oder was einen hindert und mich vielleicht auch früher ab und an gehindert hat, einem Bauchgefühl nachzugeben, dass du plötzlich Angst hast, was kommt als nächstes? Mhm. Ne, braucht man nicht. Schön. Und wieso auf Englisch, Saskia? Weil da verbirgt sich da eine Story dahinter. Ich finde es einfach schön. Ich finde, have no fear klingt besser als hab keine Angst. Ja. Klingt ein bisschen größer. To move people for their inner gain. Und ich finde, die englische Sprache kann manchmal in der Tat viel schönere Sachen. Also Branding ja auch letztendlich ist auch ein Eng. Also im Marketing gibt es ja unheimlich viele englische Terminologien. Ja, ich spreche auch tatsächlich den ganzen Tag eigentlich Englisch in den Meetings im Moment. Deswegen ist das ganz normal, dass ich so. Aber es sollte jetzt nicht da sein, um mich zu profilieren. Ich finde einfach, das hat so einen schönen Impact auf Englisch. Ja, das verstehe ich total. Ich dachte, vielleicht verbirgt sich noch irgendwas, dass das irgendwo herkommt. Ja, es ist unfassbar. Saskia, wir haben ja so wenig nur angerissen eigentlich. Man könnte noch Stunden weiter quatschen. Ich würde aber in der Tat jetzt zu den Frage-Antworten kommen, wenn du einverstanden bist. Da bin ich auch ganz gespannt. Eine Frage habe ich vielleicht noch zum Thema Branding. Gibt es jetzt etwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, aber was noch eigentlich ganz wichtig ist, um zu erwähnen? Ja, du musst dir einfach Gedanken darüber machen, welche Persönlichkeit deine Marke sein soll. Und dann musst du dich fragen, ob du wirklich alles dafür tust, ne? Oder ob du die Meghan Markle in der Jogginghose rausschickst. Ne? Es ist nämlich auch ein bisschen Arbeit, ne? Also das kann man schon sagen, oder? Und es fragt Konsequenz, ne? Wahrscheinlich auch. Genau, es ist Arbeit und es ist vor allem auch immer wieder ausprobieren, ne? Weil es das Rezept gibt es nicht, aber immer wieder ausprobieren und immer wieder gegenchecken und auch selbstkritisch sein mit dem, was man tut. Also vielen lieben Dank erstmal nochmal für die Ergänzung und wie gesagt, man könnte wahrscheinlich noch mal sehr, sehr vieles mehr sprechen. Wir laden die Leute natürlich gerne ein, entweder das Buch zu kaufen oder mal, wie heißt es, dich auch auf LinkedIn unter anderem zum Beispiel mal zu googeln und sich mit dir zu vernetzen. Ich werde sehr gerne. Auch auf die Shownotes natürlich packen. Bevor wir jetzt in der Tat zu dem kleinen Frage-Antwort-Spielchen zum Ende hinkommen, würde ich dich fragen wollen, Saskia, so rückblickend gesehen bis jetzt, was war dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg? Ich habe eigentlich dauernd Erfolg. Immer, wenn ein Plan aufgeht. Immer, wenn ein Plan aufgeht, dann freue ich mich und werte ich das für mich als Erfolg. Herrlich, Saskia. Also das hört sich richtig gut an. Worauf möchtest du nicht mehr verzichten? Also mal abgesehen von der von dem Erfolgstrip. Ich möchte nicht mehr auf meine Freiheit verzichten. Und hast du eigentlich ein Vorbild, vielleicht auch sogar ein Marketing-Vorbild? Ja, ich finde die Sarah Blakely ganz toll. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Das ist die Erfinderin des Labels Spanx. Ach. Macht diese Shapewear. Ja. Und hat also eine ganz verrückte Geschichte. Das kann man mal nachgoogeln, wie sie darauf gekommen ist und wie sie das Schritt für Schritt weitergemacht hat. Und wenn ich das richtig weiß, hält die bis heute 100% an ihrem Unternehmen. Ja. Ne, hat sich wirklich ganz langsam weiterentwickelt, ist immer größer geworden und ist eine der Milliardärinnen in den USA. Das fände ich jetzt gar nicht, ist natürlich toll, dass sie das ist, aber ich finde einfach diese Konsequenz, die sie an den Tag gelegt hat und wie sie an ihr Produkt geglaubt hat und diese
diese Marke aufgebaut habe, finde ich ganz großartig. Aber das werde ich direkt mal googeln. Die Geschichte kenne ich nicht, aber ich kenne das Produkt und das ist nicht verkehrt. Ich glaube da auch dran. Hast du einen Lebensspruch, Saskia? Eigentlich nicht, nein. Ich habe kein Motto für mich. Und dann vielleicht dann zum Abschluss, was ist so deine Lieblingsmarke? Meine Lieblingsmarke? Aus welchem Bereich? Darfst du dir aussuchen? Das darf ich mir jetzt aussuchen, Anouk. Oh, es gibt so viele schöne Marken. Das ist eine total... Ist eine ganz schwierige Frage, die ich ad hoc teile. Also offensichtlich habe ich gar keine Lieblingsmarke. Verrückt. Naja, ich stelle mir, hab mir die Frage selbst auch gestellt. Ich finde sie auch sehr, sehr schwer zu beantworten. Also ich bewundere bei vielen Marken halt das Marketing tatsächlich. Ja. Ne? Also oder wenn so ein Start-up kommt im Food-Bereich, die wirklich von Anfang an gutes Marketing machen, aber so eine echte Lieblingsmarke habe ich, glaube ich, weil nicht. Ich habe zum Beispiel, wenn ich am Marketing denke, vielleicht noch so, ich liebe die Heineken-Werbung, ich liebe Old Spice-Werbung. Old Spice, ja. Echt, da kann ich mir wirklich angucken, Hast du sowas, wo du sagst, das ist so eine super Kampagne oder ein super Marketing? Lieblings, ich mag ganz gerne, das war Budweiser mit WhatsApp. Das ist schon ganz lange her. Das fand ich. Ich habe mich da immer gefragt, hat das mal jemand getestet oder haben sie es einfach nur gemacht, weil es witzig war? Und das damals schon. Ne? Heute würde man sowas vielleicht eher machen, aber das fand ich ein Riesenknaller und die haben das ja dann auch tatsächlich nochmal wieder neu aufgelegt in der Corona-Zeit. Stimmt. Ne? Da haben sie doch einen Spot gedreht, der genauso funktionierte und wo dann der eine Freund ganz traurig war, weil er einfach einsam war. Und dann war die Message dieses Spots war dann tatsächlich, hey, kümmere dich um deine Freunde in dieser Zeit. Okay. Das fand ich ganz toll. Also das fand ich eine ganz tolle, erstmal Aktualisierung des Ganzen und dann auch noch eine gute Botschaft in der Zeit. Das werde ich direkt mal raussuchen und gucken, ob ich das noch in die Shownotes packe. Das ist eigentlich ganz lustig, kann sich das jeder vielleicht mal kurz anschauen. Ja, super. Wir sind zum Ende gekommen, Saskia. Ich habe es ja schon ganz kurz im Vorgespräch verraten. Wir ziehen jetzt noch ein Kärtchen, ein Upgrade Yourself-Kärtchen. Und da wir uns nicht sehen, ich habe diese Kärtchen jetzt in einem viereckigen Schachtel. Darfst du sagen, unten, oben, rechts oder links? Oben. Und oben, 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 unten, oben, Mitte? Oben, unten. Oben, unten. Okay, warte. Oh ja, Da ist eins ganz klar. Oh, ich hab's in Ernst. Leidenschaft. Oh, ja, das bin ich. Ja, tatsächlich. Wenn ich was mache, mache ich das mit Leidenschaft. So sehr, dass ich mich schon verschlucke in diesem Moment. Tatsächlich, das hat mich also wirklich voll getroffen gerade. Es ist ein gutes Kärtchen für mich. Ich liebe die Kärtchen, weil sie müssen zu einem. Also ne, in dem Moment ist es meistens immer die richtige Karte, die man zieht. Ja, verrückt. Ein schöner Impuls. Ich finde auch Leidenschaft, ne, wenn es um Branding geht, wenn es um Marketing geht, ne, dann gehört die irgendwie auch mit dazu. Ohne Leidenschaft geht's nicht, oder? Nein, ganz, ganz genau. Also das ist auch wirklich das, was mich antreibt. Ich meine, man muss sich ja auch mal fragen, ne, warum man über 20 Jahre leidenschaftlich wirklich Marken entwickelt, Produkte entwickelt, Kampagnen entwickelt und launcht. Einfach, weil es einfach einen Riesenspaß macht für mich. Ne? Und ohne Leidenschaft geht's gar nicht bei mir. Ne? Also und dann kommen aber, wenn ich das ist ja auch dieses Bauchgefühl, das würde ich damit reinziehen, das ist so ein Feuer, was mich antreibt. Und was mich vorwärts treibt im Prinzip, ne? Einfach aus der Leidenschaft, die Dinge zu tun. Mhm. Wow, toll. Auch ich finde das so schön, das ist jetzt eine richtig schöne Karte und ich finde auch, das passt zu dir, das passt zu dem Thema. Und ich danke dir wahnsinnig für dieses so schöne Gespräch. Ich glaube, wenn wir zwei anfangen, über Marketing zu reden, eigentlich 48 Minuten, dann weiß ich, wie lange es genau ist. Ist eigentlich viel zu kurz. Und trotzdem glaube ich aber, haben wir echt, und hast du vor allem einiges sehr Schönes transportieren können für die uns zuhören zu dem Thema. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank, Anouk, dass ich da sein durfte. Das hat mir wirklich einen Riesenspaß gemacht. Danke für dein Interesse. Zum Ende hin verraten, es war dein erster Podcast und ich finde, du hast das hervorragend gemacht. Ich bin ganz happy und ich hoffe, dich hat es genauso erfreut, dass noch ganz viele mehr Podcast-Interviews kommen werden, um auch da deine Stories zu erzählen. Liebe Saskia, vielen, vielen Dank dir, ganz viel Erfolg und all denen, die uns zuhören, auch ganz viel Erfolg und ganz viel Leidenschaft und Freude beim Thema Branding und Marketing, für welche Marke oder Personal, ne, deine Persönlichkeit, du auch immer unterwegs sein wirst. Alles Liebe. Dankeschön, Anouk. Danke. Hartelijke groetjes, bis bald. Doei. Tschüss zusammen.